Willkommen, Freunde. Wie würde es sich eurer Meinung nach anfühlen, einem Wolf zu begegnen? Ich hätte bestimmt nichts anderes als Angst und Panik. Diese unglaubliche, aber wahre Geschichte ereignete sich in Juneau in Alaska. Eines Abends im Jahr 2003 bemerkte der Tierfotograf Nick Jans, als er mit seinem Labrador Dakota spazieren ging, dass ein schwarzer Wolf in der Nähe war und ihn anstarrte. Aus Angst, dass der Wolf den Hund angreifen könnte, begann Nick langsam wegzugehen. Aber Dakota rannte plötzlich auf das Raubtier zu. Welch eine Überraschung für den Besitzer, als er statt eines heftigen Kampfes seinen Labrador und den Wolf aus dem Wald hintereinander herrennen und spielen sah. Dieser Wolf war von Anfang an sehr entspannt und friedlich, als wäre er vom Himmel gefallen, sagt der ehemalige Jäger Nick Jans in einem Interview mit der Zeitschrift National Geographic. Seitdem kommt der einsame Wolf immer öfter aus dem Wald an den Stadtrand näher an die Häuser heran. Zunächst gab es unter den Bewohnern keine eindeutige Meinung über das ungewöhnliche Verhalten des Tieres. Viele schwanken zwischen der Neugier, ihn besser kennenzulernen, und dem natürlichen Selbsterhaltungstrieb. Schließlich sind Wölfe klassische Raubtiere, die auf Nahrungssuche gehen, indem sie das Opfer aktiv suchen und verfolgen. Andere befürchteten, dass er Tollwut haben könnte. Doch schon bald gewann der Wolf das Vertrauen sowohl der Hunde in Juneau als auch ihrer Besitzer. Es war offensichtlich, dass er nicht auf der Jagd war. Es schien, dass der Wolf aus irgendeinem Grund vom Rudel getrennt war und Anschluss an eine Gruppe finden wollte. Den Namen Romeo erhielt der Wolf von Nicks Frau. Als sie seine vertraute Silhouette in der Nähe des Hauses sah, sagte sie zu ihrem Mann: "Dieser Romeo ist wieder da." Und der Name ist geblieben. Aber Romeo suchte nicht nur seine Julia, die Labradorhündin Dakota, auf, sondern flirtete auch mit anderen einheimischen Hündinnen, sagt Nick. Dabei hatte er auch seine besonderen Lieblinge. Für Nick war die Begegnung mit Romeo in erster Linie eine Gelegenheit, ihn zu verstehen. Dann kam die Phase, in der Nick versuchte, das Vertrauen des Wolfes zu gewinnen. Schließlich kam Nicks Familie dem Tier so nahe, dass sie sich, wann immer möglich, um ihn kümmern konnte. In den 6 Jahren, in denen Romeo mit den Hunden und Menschen von Juneau Kontakt hatte, hat Nick Jans viele beeindruckende und faszinierende Aufnahmen gemacht und sogar sein Buch Der Wolf namens Romeo geschrieben. Wie Nick in einem Interview sagte, ist er heute nach vielen Jahren noch den Tränen nahe, wenn er einige Auszüge aus seinem Buch vor einem Publikum liest. "Romeo hat mein ganzes Leben verändert. Manchmal wache ich nachts auf und denke an ihn. Sein Leben und sein Tod. Ich hätte nicht erwartet, das zu erleben", erzählt Nick Jans. Aber es ging nicht nur um menschliches Verständnis und Toleranz. Wir alle, Menschen, Hunde und Romeo selbst, waren die 3 Elemente, die versuchten zu lernen, wie man in Harmonie lebt. "Und wir haben es gelernt", fügt er hinzu. Laut Nick waren viele der Einheimischen vom Raubtier so fasziniert, dass sie ihm nahe kommen wollten. Aber Romeo war sehr empfindlich, was seinen persönlichen Freiraum betraf. In der Regel ließ er Fremde nicht weiter als 100 Meter in seine Nähe. Aber die Menschen und Hunde, die er bereits gut kannte, ließ Romeo auf Armeslänge an sich heran. "Mehr als einmal gab es Momente, in denen er nah genug war, dass ich meine Hand ausstrecken und seinen Rücken hätte streicheln können, wenn er vorbeiging. Aber das habe ich nie getan", erinnert sich Nick Jans. Seit 6 Jahren ist Romeo ein inoffizielles Symbol der Stadt und Liebling der Einwohner. Doch eines Tages hörte er auf, sich mit Menschen und Hunden am zugefrorenen See zu treffen. Es stellte sich heraus, dass der Wolf widerrechtlich erschossen worden war. Zu Ehren des außergewöhnlich freundlichen Raubtiers Romeo stellten die Einwohner von Juneau eine Gedenktafel am See auf. 7 Jahre nach dem Tod des Tieres werden die Bewohner von Juneau in Alaska ihren Liebling wieder zu sehen bekommen. Bis Ende November wird im Mendenhall Center eine informative Ausstellung über den legendären Romeo fertiggestellt. Organisiert wurde die Ausstellung natürlich von Nick Jans, dem ersten Menschen, dem 2003 das außergewöhnliche Raubtier auffiel.
Das wilde Tier dieser rührenden Geschichte zeigt uns, dass wir in Frieden und Harmonie leben sollten und den Raum anderer nicht stören dürfen. Gebt uns ein Like, wenn ihr auch dieser Meinung seid. Bis demnächst.